Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. Ja, in der letzten Episode hat uns Ian gesagt, dass er jetzt doch mit nach Hause möchte. Er hat zwar seine Eltern getötet, aber irgendwie bereut er das und er weiß, dass er krank ist. Ich hoffe, es war eine gute Idee, ihn dazu zu überreden, nach Lucy zurückzugehen. Aber der macht das schon. Lucy ist halt seine Vertrauensperson, die kriegt das hin. Wir müssen jetzt Vance mitteilen, dass wir Ian überredet haben, hier abzuhauen. Ich freue mich! Yippie! Und yaydilidi. Ja, wir machen das jetzt mal. Ian! Ian! Alan! Alan! gute Nacht. Ich warte mal. Ich will hier nochmal... innere Sicherheit aktivieren. Ich weiß jetzt nicht... Fehlersysteme sind offline. Ach, okay. Ich dachte, ich kann jetzt hier so die Roboter auf die losschicken. Dass die dann den Rest erledigen. Naja. Na? Vance, hast du wieder nachgelegt? Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Ich hab den Teddy im Augenwinkel gesehen. Böser Teddy! Vance! Vancelini! Kriminelle! Tiere! Jeder einzelne von uns musste irgendwann in seinem Leben diese Beleidigungen ertragen. Aber warum? Sind wir wirklich so anders als die, die des Fleisches wegen jagen, um zu überleben, oder diejenigen, die für ihr Territorium töten? Natürlich nicht. Wir sind Opfer der Evolution. Ein weiterer Schritt in der Anpassung des Menschen an diese höllische Existenz. Die Adaption, die uns zuteil wurde, sollte nicht ignoriert oder als falsch erachtet werden. Sie stellt unseren Überlebensweg dar. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Menschen uns wie Hunde jagen und töten. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir eine ernstzunehmende Macht sind. Nun ruht euch aus, meine Brüder und Schwestern. Die Zeit der Flucht, der Geheimhaltung und all der Leugnungen ist vorbei. Wir werden euch anleiten, darauf vorbereiten und lehren, wie ihr eure Andersartigkeit bewältigt und am Leben bleibt. Wir sind die Familie. Gemeinsam sind wir stark. Oh. Können wir uns mal einen Augenblick sprechen? Wir sind also gerade in so einem Vortrag von Vance geplatzt. Ich wollte dir nur sagen, dass ich das Gefühl ich habe, dass später in meinem Laden sein. Wir sehen uns und man muss dazu sagen, dass er versucht, ganz viele Fremdwörter aneinander zu reihen, damit sich das äußerst intelligent anhört, aber es ist eigentlich trotzdem nur gequirlte Scheiße, die dabei rauskommt. Also Leute, glaubt nicht nur, weil jemand mit Fremdwörtern um sich schmeißt, dass er wirklich intelligent ist. Bitte nehmen Sie uns ihr nicht weg. Nein. Darf ich nochmal mit dir sprechen? Hallo. Nee, darf ich nicht. Ich verstehe. Tschüss. Wer bist du? Mein. Hallo. Hallo. Tschüss. Tschüss, Schätzchen. Ja, tschüss. Du kannst dich immer auf mich verlassen. Versprochen. Ah, hallo. 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 Was gibt's? Alan. 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 Wir sehen uns bestimmt wieder. Glaube ich nicht. Ich töte dich nämlich. Wie es scheint, gibt es viel, was wir miteinander bereden müssen. Aber bitte iss mich nicht. Bitte iss mich nicht, okay? Ich hab Geist gemacht. Das war Ians Entscheidung. Ich habe ihm gesagt, wie toll es hier ist. Und dass ich gerne Niere von Menschen esse. Mit Ketchup und Mayo. Das ist mein Leibgericht, habe ich gesagt. Wie es scheint, gibt es viel, ja, was wir miteinander bereden müssen. Ja. Hallo. Hey, kannst du ihm Vernunft eintrichtern? Es war schön, mit ihm zu reden. Ja, mit dir nicht. Ich nehme an, dass Ihre Unterhaltung mit dem kleinen Ian gut verlaufen ist. Ich bin an den Resultaten Ihrer Unterhaltung ziemlich interessiert. Hat er sich jetzt entschieden? Ja, so könnte man das nennen. Bevor wir über ihn sprechen, das ist noch eine Sache mit Arifu. Was ist mit Arifu? Man kann sie doch nicht schnappen, wenn man Hunger kriegt. Man kann sie doch nicht schnappen, wenn man Hunger kriegt. Was? Woher wussten Sie, dass Ian nicht sicher war, ob er bleiben oder gehen sollte? Bevor wir über ihn sprechen, da ist noch die Sache mit Arifu. Das muss ich jetzt klären, ich bin ja ein Hero. Fahren Sie fort, solange Sie dieses Maß an Höflichkeit aufbringen. Ist das eine Drohung? Vance? Ist das eine Drohung? Willst du mein Hirn essen?
Geben Sie diesen Leuten eine Chance. Sie sind wehrlos. Medizin-Vampire können jeder Art menschliches Blut trinken, sogar aus Blutpaketen. Intelligenz, es muss eine andere Blutquelle geben, die sie am Leben halten kann. Wie kann ich sie dazu überreden, Arifu in Ruhe zu lassen? Wenn sie Arifu weiter angreifen, werden sie sich wehren, bis alle tot sind. Ich mache mir Medizin, ich glaube, das ist ganz gut. Vampire können jeder Art Menschenblutes trinken, sogar aus Blutpaketen. Hallo? Das ist doch eine super... Kompromiss. Vor vielen Jahren habe ich überlebt, indem ich frische Blutpakete getrunken habe, die ich mir aus Krankenhausruinen besorgt hatte. Das Problem war, dass es nur sehr wenige von diesen Blutpaketen gab. Irgendwelche Vorschläge? Die Leute von Arifu spenden Blutpakete und sie lassen sie dafür in Ruhe. Arifu spendet Blutpakete und als Gegenleistung beschützen sie sie. Arifu verkauft ihnen Blutpakete und sie lassen die Stadt in Ruhe. Das ist doch gut. Sie spenden und ihr beschützt sie sogar. Ja! Oder lieber in Ruhe lassen, vielleicht sollte man gar nichts mit Vampiren zu tun haben. Naja, nee, sie beschützen die. Einverstanden. Bringen Sie Ihren Vorschlag bitte nach Arifu. Reden Sie mit ihnen und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir gezeigt haben, dass Ihre Art doch vertrauenswürdig sein kann. Diese Lektion werde ich niemals vergessen. Und was ist mit Ian? Wofür hat er sich entschieden? Vance. Ich nehme ihn mit. Ihn hat sich entschieden, die Familie zu verlassen. Ich weiß nicht, ob ausgerechnet ich Ihnen das erzählen sollte. Ja, genau. Nein, ich habe Arsch in der Hose. Ian hat sich entschieden, die Familie zu verlassen. So! Es betrübt mich zutiefst, ein Mitglied meiner Herde zu verlieren. Aber ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich hatte lediglich versucht, ihn zu führen. Wie es scheint, liegt diese Verantwortung jetzt bei Ihnen. Ich hoffe, Sie werden mehr Erfolg haben. Bitte nehmen Sie das hier. Betrachten Sie es als Entschuldigung für die Qualen, die Sie auf sich nehmen mussten, um den Ort hier zu finden. Tschüss, Mensch. Unsere gemeinsame Zeit war recht lehrreich. Ja, du bist auch ein Mensch. Tu nicht immer so. Ich habe Sachen von dir geklaut, wollte ich nur sagen. Was habe ich denn jetzt von ihm bekommen? Terminal-Kennwort der Familie. Okay. Sicherheitskennwort. Vespertilio. Diagrammrösti. Stellen Sie auf einer Werkung folgendes zusammen. Motorrad, Benzintank, Zündflamme, Rasenmähermesser, Motorrad, Handbremse. Wenn er richtig gezündet und eingesetzt wird, erfüllt der Rösti in einem Nahkampf zwei wichtige Funktionen. Schlitzen und verbrennen. Oh. Habe ich nicht noch was bekommen? Blutsverwandtschaft zu Irwin King. Megatons, ja. Habe ich nicht noch was gekriegt? Wackelpuppe. Vances Vorschlag. Medizinisches Clipboard. Habe ich nicht noch irgendwas bekommen? Hilfe! Noch irgendwas bekommen. Ah ja, scheint wohl weg zu sein. Okay, Vance, ne? Aua. Ich habe mich verletzt. Ja, er hat mir auch noch was für den Weg mitgegeben. Zum Naschen. Ein Rösti. Na, natürlich ist es nicht zum Essen. Das weiß ich doch. Ah, hallo. So, ich verlasse euch jetzt. Was gibt's? Mann. Wir sehen uns. Können wir auch nicht mit euch reden. Vielleicht kann ich... Nee, bei Karl gehe ich nicht mehr verkaufen. Oder doch? Kann ich in Arif verkaufen? Ich weiß es nicht. Ich muss ein paar Sachen loswerden, glaube ich. Auch wenn ich ihn hasse, wie... Weiß ich nicht. Ihn verrunkel am Hinterteil. Aber ich glaube, ich muss ein paar Sachen loswerden. Weil die... Na, obwohl das Gewicht geht eigentlich. Nö. Nö! Ich rede nie wieder mit dir, Karl. Nie wieder! Nie wieder! So, wir gehen nach Arifu zurück. So, die Tunnel sind ja jetzt sicher, ne? Oder? Was passiert, wenn ich Robert da vorne töte? Hier geht immer noch die Musik. Ach, schnell speichern. Hi! Hi, Robert! Ich hab mit Vance gesprochen. Ah, wieder hier? Was gibt's?
Ja, ich erinnere mich an sie. Was ist denn los? Nichts, wollte mit dir plaudern. Denken Sie immer daran, dass ich Sie im Auge behalten werde. Das werden wir alle tun. Ich bin Vans bester Kumpel. Kannst mir nix. Bin ich ja vorhin voll reingelaufen. So. Dann müssen wir wieder zurück. Wehe, hier sind noch Meilen. Dann weiß ich nicht, was dann passieren wird. Leuchtende Blumen! Leuchtende Blumen. Ach ja. Hübsch. Hi, Kumpel. Wie geht's denn so? Wie geht's dir so? Verwesende Brahmin-Leiche. Hier nicht. Wie komm ich hoch? Wieder raus. Es knistert gewaltig. Hi. Was macht. Was macht. Macht er da? Morgengymnastik? Und drei. Und zwei. Und eins. Und fertig. Ja. Scheiße. Was ist das denn für ein hässliches Ding? Meint er mich? Meint er mich? Oder was? Wollen Sie sich ein Problem einhandeln? Nein. Also, was haben Sie für mich? Was ist mit Barrett los? Schon mal von der Familie gehört? Kann ich hier etwas Ultrajet kaufen? Schon mal von der Familie gehört? Klar kenne ich die. Ich gehe ihnen aus dem Weg und sie lassen mich in Ruhe. Gut nachbarschaftliches Verhältnis. Sie leben irgendwo östlich von hier. Falls sie mal lebensmüde sind. Ich glaube, es gibt einen unterirdischen Durchgang zu ihnen tief unten in der örtlichen Metrostation. Och, ich bin lebensmüde. Ich war schon da, Murphy. Murph! Er ist mein Assistent und mein Vertreter, falls es mal Ärger gibt. An Ihrer Stelle würde ich mich nicht mit ihm anlegen. Wieso? Der fault doch sowieso schon. Kann ich etwas Ultrajet kaufen? Ja, sobald Sie mir noch ein paar Zuckerbomben gebracht haben. Voll die coole Stimme. Ich muss jetzt gehen. Okay, tun Sie, was Sie tun müssen. Mach ich immer. Mach ich immer, mein Freund. Einkaufswagen! Mein Lieblingshobby. Den hatten wir ja schon mal, ne? Gut, gut, alles gut. Wir gehen wieder raus. Wie spät ist es? Bitte lass es Tag sein. 2.58 Uhr. Natürlich ist es nicht Tag. Ich hab Angst. Gegessene Leichen? What the fuck? Es ist dunkel. Bildspeichern! Jo. Hallo? Jemand da? Niemand da. Bildkarte, wo müssen wir hin? Wir müssen zurück nach Erefu. Wir müssen aber wieder außen rum. Hier ist ja immer ein Fluss oder sowas, ne? Na gut, wir laufen einfach mal los. Kann uns ja nichts passieren, ne? Ist doch alles easy. Da kann ja auch durch die Mitte laufen. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Ich habe überhaupt keine Angst. Wer soll mir denn was? Sag das mal lieber nicht zu laut, sonst kommen sie alle. So. Ich stehe jetzt hier zwar mitten in der Pampa, aber ich werde die Folge jetzt beenden. Wir haben gesehen, dass... Was steht da drüben? Da steht was. Was ist das? Da steht wer. Ist der, der ist lieb. Der ist lieb, Leute! Wir beenden die Folge noch nicht. Der ist ein lieber Mensch. Hallo! Hallo! Nicht schießen! Hi! Ich bin's. Ein netter Ödländer. Wer seid ihr denn? Der hat einen Vauvi! Aua! Dumme Äste. Der hat einen Vauvi! Hi!
Hi! Ich freue mich wie Bolle. Ja, aber ich beende jetzt trotzdem die Folge. Wir haben Ian West dazu überzeugen können, nach Arrowfu zurückzukehren. Vance haben wir dazu überzeugen können, dass er Arrowfu beschützt, im Gegensatz zu, dass die da Blutpakete spenden. Ja, wir haben Robert und die Gule noch gesehen und jetzt gehen wir zurück nach Arrowfu. Und in der nächsten Folge reden wir mit diesem netten Sammler und seinem Sammlerhund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.